13. Station, Jesus wird in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Wir kennen alle diese Darstellungen, die Pietà genannt werden. Die Mutter sitzt da und hält den Leichnam ihres Sohnes, ihres geliebten Sohnes, in den Armen, voller Trauer, voller Schmerz. Und doch, sie ist die Glaubende schlechthin. Und wir können diese Szene auch deuten, sie gibt uns den Sohn. Immerfort in ihrem Leben gibt sie uns den Sohn. Wenn wir an den Anfang ihrer Sendung denken, empfängt sie den Sohn nach der Ankündigung durch den Engel, und an Weihnachten gibt sie ihn uns zum ersten Mal. Sie legt ihn in die Krippe und sie tut es für uns. Und sie empfängt die Ersten, die da kommen, ihn anzubeten. Die Hirten, die drei Weisen. Sie gibt ihn uns, und ihre Sendung, ihr Ziel ist, uns den Sohn geben, uns mit dem Sohn bekannt machen, uns zum Sohn hinzuführen. Sie tut es an Weihnachten, sie tut es in dieser Szene, sie tut es an Pfingsten. Denn an Pfingsten ist sie dabei, als die Jünger beieinander sind und beten, um den Geist Jesu beten, den er ihnen vorausgesagt hat. Und sie ist ja schon in geheimnisvoller Weise immer schon erfüllt von seinem Geist. Und sie betet gewissermaßen diesen Geist mit auf die Jünger und auf uns alle herab. Sie ist die, durch die Christus ursprünglich in die Welt kommt, in einem zutiefst ursprünglichen Sinn, leiblich und geistlich. Sie gibt den Sohn der Welt. Deswegen ist sie auch die Gestalt der Kirche, die Mutter der Kirche, die Ursprungsgestalt von Kirche. Wir gehen, wenn wir pilgern, in aller Regel zu marianischen Pilgerorten, weil wir hoffen und beten, dass wir durch ihre Nähe näher zum Sohn kommen, dass sie uns den Sohn gibt oder den Geist des Sohnes vermittelt, sodass auch in uns dann etwas passieren kann, was sich in ihr buchstäblich, leiblich ereignet hat. Die Geburt des Sohnes. Von Angelus Silesius, einem Barockdichter, gibt es das Wort: und wär Jesus tausendmal geboren und nicht in dir, du wärst doch ewiglich verloren. Also wir sind berufen, Menschen der Kirche zu werden, die das Wort Gottes von Bethlehem, den gekreuzigten Herrn und den Auferstandenen in seinem Geist in uns aufnehmen und als Liebe zur Welt bringen, als Liebe der Welt geben. Wenn Sie in die Messe gehen, liebe Geschwister, und zur Kommunion gehen, dann dürfen Sie sich auch vorstellen, dass da die Mutter sitzt mit ausgebreiteten Armen und Ihnen, den Gekreuzigten und Gott sei Dank auch auferstandenen Herrn, gibt, der in diesen Gaben von Wein und Brot gegenwärtig ist und diese erfüllt und verwandelt hat. Wir sind berufen, Kirche zu werden, Menschen, die bis unter das Kreuz mitgehen, die uns gewissermaßen wie sich den Gekreuzigten ans Herz legen lassen, um dann mit ihm ins Leben zu gehen. Wir danken dem Herrn auch für dieses Geschenk seiner Mutter. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.